Er war ein guter Junge, ein glücklicher Junge, der beste Sohn, den dein Vater sich erhoffen konnte. Aber ich werde nichts mehr sagen, nichts mehr über ihn. Lass die Erinnerung an ihn ruhen, sage ich. Was ist mit deinem Königreich passiert? Look around you. Is my hall not the picture of power? Do you not drown in luxury? Seh dich um, ist meine Halle nicht ein Bild der Macht? Ertrinkst du nicht im Luxus? Ja, sie scheint in einem ausgezeichneten Zustand zu sein. Eine Augenbraue hebe. Nowhere in the world can match the brilliance of my city. No, my empire. It is the greatest nation in Aora, I say. Kein Ort der Welt kann mit dem Glanz meiner Stadt, nein, meines Königreichs mithalten. Es ist die größte Nation in Aora, sag ich. Hast du verstanden, was hier passiert ist? König Vingaro verschränkt die Arme und runzelt die Stirn. Er sieht aus wie ein bockiges Kind. Um es milde auszudrücken, eure Hoheit, eure Zivilisation ist ruiniert und eure Seele in Römer ganz reich gefangen. Es ist an der Zeit, dass du deine Fehler einräumst und dich deinem Urteil stellst. Eure Zivilisation wurde zerstört, deine Seele ist ein gefangener Römer ganz und es ist alles deine Schuld. Nehmen wir mal die Eins. Das ist nicht möglich, ich sage. Mein Empire ist das stärkste in Aora. Nein, no, das größte Empire, History has ever known. My reach extends to the edges of the world. Kith, on distant shores, pay fealty to me, King Wingaro Awaturi the First. Das ist nicht möglich, sage ich. Mein Königreich ist das stärkste Reich in Aora. Nein, das größte Reich, das die Geschichte je gekannt hat. Mein Einfluss erstreckt sich bis ans Ende der Welt. Gestandene an entfernten Ufern zollen mir Tribut. König Vingaro Awaturi dem Ersten. Du weißt, dass das nicht stimmt. Mein Judgment ist beyond reproach. By you, by the gods, by anyone. I will not take the blame for what happened. Do you hear me? I will not. Ja, der kann gut schreien. Mein Urteilsvermögen ist über jeden deiner Vorwürfe, den Vorwürfen der Götter, den Vorwürfen aller erhaben. Ich nehme die Schuld für das, was passiert ist, nicht auf mich, hörst du? Ich werde das nicht. Römergrand könnte dir den finalen Todesstreich versetzen, aber lässt dich hier bleiben, weil du immer noch etwas lernen musst. Es ist ein Entgegenkommen. Du hast einen Vertrag mit den fremden Seelenformern geschlossen, weil du das Beste für dein Reich und dein Volk wolltest. Sie haben dich übervorteilt. Auch wenn euer Reich durch eine List gefallen ist, blühen die Huane immer noch im Todesfeuer auf. Dein Vermächtnis überlebt dich. Oh, nehmen wir das. You speak truly. My people still make their home in dead fire. Sagst du die Wahrheit? Mein Volk errichtet sein Zuhause immer noch im Todesfeuer? Die Überraschung weitet seine Augen. Als dieser Ausdruck verschwindet, wird er von einem Blick voller langsam dämmernder Erkenntnis und schließlich Verwunderung ersetzt. Seine Gesichtszüge verwischen und laufen dann wie Wasser an seinem Gesicht herunter. Was zurückbleibt, ist das Gesicht eines alten Amauners, der dem Ende seines Lebens entgegengeht. Seine Schulter sacken nach unten, als hätte sie das Gewicht von Jahrhunderten getragen und seine einst so lebendigen Augen werden trüb und matt. Ein schallender Atemzug keucht aus seiner Brust hervor. When the bearded Outlander and his cabal arrived in Ukaizo, they offered glory, strength, growth and asked so little in return. My council warned me against allying with them. I called them cowards. Als der bärtige Fremde und seine Sippschaft in Ukaizo ankamen, boten sie Ruhm, Stärke, Wachstum und verlangten wenig im Gegenzug. Mein Konzil warnte mich davor, mich mit ihnen zu verbünden. Ich nannte sie Feiglinge. All that mattered to me was the extent of our reach. Endless expansion. Security for the Wana. A legacy none could match. Alles, was... I say, it was my weakness. They exploited. Alles, was mir wichtig war, bestand in der Ausdehnung unseres Einflusses. Unendliche Ausdehnung, Sicherheit für die Huana, ein Vermächtnis, das niemand ebenfalls erreichen konnte. Ich sage, es war meine Schwäche, die sie ausbeuteten. I believed I could stand against the tide of time. The tide that wears down even the hardest stone to sand. And my arrogance doomed us all. Ich glaube, ich könnte dem Strom der Zeit widerstehen, dem Strom, der auch den härtesten Stein zu Sand zermalmt. Und meine Arroganz hat uns alle verdammt. Er atmet schwer und stotternd aus und kann dir nicht wirklich in die Augen sehen.
Du könntest dich wieder reinwaschen. Hilf mir, den Drachen Neris Sirals zu besiegen. Schließ Frieden mit deinem Federnkönig, Vingaro. Lass es hinter dir und geh in das ewige Nicht, in das weiße Nichts ein. Komm mit mir, ich nehme dich mit zurück auf das Rad. Ja, ich will es mir noch mehr mit Rümagan verscherzen, als ich sowieso schon habe, indem ich den hier mitnehme und ihm Berat übergebe. Ja, nein, ich will lieber deine Hilfe. A victory against the dragon would bring glory to my empire. Perhaps, perhaps together we might repair my legacy too. Ein Sieg gegen den Drachen würde meinem Reich Ruhm bringen. Vielleicht können wir gemeinsam auch mein Vermächtnis reparieren. It is settled. Er seufzt, dann ist es abgemacht. Dann nickt er schnell und zufrieden. Der König lässt sich auf seinem Thron zurückfallen und wartet auf deinen Ruf. Sein Gesichtsausdruck wird nachdenklich, Gedanken verloren. I will find you in the shattered passage. Until then, leave me to my thoughts. Ich werde dich in der zertrümmerten Passage wiederfinden. Überlass mich bis dahin meinen Gedanken. So, wir haben hier immer noch das Wasser, oder? Ja. Im Wasser ist aber auf jeden Fall etwas. Aber hier ist nirgendwo ein Mechanismus. Das heißt, wir gucken noch mal draußen nach, weil ich will das Rätsel lösen. Außerdem muss vielleicht auch noch das Wasser hier umleiten, aber das ist ja kein Problem. Das hier habe ich benutzt. Das hat das Wasser hier umgeleitet. Den habe ich auch benutzt, wollte ich gerade sagen. Hier ist was im Stein. Also die beiden können es schon mal nicht sein. Hier oben ist noch ein Mechanismus, den ich benutzen kann. Und hier wäre noch einer. Aber die beiden machen, soweit ich weiß, dasselbe. Ja gut, Wasser. Der führt mich dahin, wo ich nicht rankomme. Ja, das bringt mir also nichts. Den Behälter haben wir schon geleert. Hier könnte ich mich nach da oben portieren. Aber das hier kann ich nicht umswitchen, weil sonst komme ich nicht mehr hier durchs Wasser durch. Nee. Das Einzige, was ich noch umswitchen kann, ist das Wasser hier. Das könnte vielleicht wirklich helfen. Und dann halt nochmal, bevor ich wieder reingehe, den anderen. Also ja, das Wasser kann ich umswitchen. Dadurch lasse ich da ab und fülle da auf. Den kann ich nicht ändern. Sollte ich nicht. Weil sonst komme ich nicht hier durch. Und das ist auch der einzige Weg, den ich nehmen kann. Also kann es das nicht sein. So, was ich noch machen kann, ist hier das Wasser wieder hochlassen. Vielleicht muss ich es ja wirklich aus beiden Richtungen hochlassen.
Gucken wir einfach mal. Oh, Bingo, wir haben es gelöst. Oh, Gegner. Aber zum Glück Gegner, bei denen ich mich nicht so anstrengen muss. Jedenfalls nicht bei den Berserkern. So, wir sind alle, glaube ich, ein bisschen verstrickt und vergiftet. So, weg mit euch. Zweihänder, zweihändig. Palegina. Und vom Schaden hier das gleiche. Chance mit Waffenangriff einen Treffer in einen kritischen Treffer zu verwandeln, ist auch nicht schlecht, aber. Nee. Da ist das, was sie gerade hat, wohl besser. Also ja, das wäre eine Waffe gewesen, die hätte die Leute geheilt, wenn Palegina jemanden tötet. Allerdings das Schwert, was sie jetzt gerade hat, ist auch besser wahrscheinlich als das hier. Ja, vor allem, weil es nur außergewöhnlich ist. Gewährt rote Träne. Nach einmal pro Ruhephase. Ne, da ist das hier am besten. Gegner verwunden und so weiter. Na, und bald hat dein Schild die nächste Stufe erreicht. Idee, das ist gut. Dann gucken wir mal, wie es gut es dann ist. Okay, damit haben wir schon mal das untergegangen. Dein Sieg ist euch gewiss, denn ihr habt den Drachen des Todesfeuers an eurer Seite. So, dann leiten wir das Wasser mal wieder um. Weil hier unten müssen wir nicht mehr rein, denke ich. Aber irgendwann haben wir vielleicht hier oben die Chance, lang zu gehen. Oh. Du bist wieder aufgetaucht. Renhedes kalte Aufmerksamkeit streift über dich. Und mit einer Krone noch dazu. Beeindruckend. Sie grinst den König abschätzig an. Lass uns hoffen, dass seine Stärke so groß ist, wie er denkt. Da fehlt ein N. Er hat sein Volk zum Untergang verdammt. Jetzt wird er es wieder gut machen. Unzweifelhaft ist die Hilfe eines Königs unschätzbar, um den Drachen zu bezwingen. Nehmen wir mal die zwei. Ich bete, dass es so sein wird. Der Wurm hat schon viel zu lange überlebt. Sie neigt den Kopf. Ja. Gut. Die Brücke ist leider immer noch nicht fertig, ja? Save your words for Aranga. I'm nothing but a hammer to be swung. Ja. Hier. Oder ich benutze sie einfach. Ja, ins Licht blicken. Zur Seite treten. Ist schon mal interessant. Splittert es nichts?
Diese kalte schwarze Schlitterschicht besteht aus Essenz, die im Weiß nichts zerbrochen verdichtet wurde. Ihn mit bloßen Händen zu berühren ist unklug, daran zu lecken noch viel mehr.